Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Plastik. Ja, Plastik, vor allen Dingen die Plastikflaschen oder PET-Flaschen, sind ein Problem für die Gesundheit, denn sie geben Stoffe ab an das Wasser, an das Transportmedium innen drin. Und das Wasser nimmt quasi diese Stoffe auf. Das sind vor allen Dingen diese BPAs oder Bisphenol A. Die spielen ein Riesenproblem. Bisphenol A finden wir auch in anderen Quellen. Ja, es ist zum Beispiel auch im Epoxidharz, das verwendet wird in den Dosen, innen drin. Es ist in Kassenbons, auf Kassenzetteln. Also jeder, der von euch regelmäßig mit Kassenzetteln zu tun hat, ihr passt auf, ihr kriegt das über die Finger in den Körper rein. Es ist aber auch in Zahnfüllungen enthalten, also da bitte den Zahnarzt fragen, ob da BPA drin ist oder ob die Füllungen BPA-frei sind. Bei Umweltzahnärzten habt ihr meistens die besten Karten. Auch bei diesen Versiegelungen, die die Zahnärzte gerne machen, gerade bei den Kindern, können diese Weichmacher drin sein. Und überhaupt alles, was in Plastik verpackt ist, kann diese Weichmacher enthalten, gerade besonders ja Wurst, Käse etc. Da sollte man wirklich riesig aufpassen, gilt übrigens auch für die veganen Varianten. Plastik ist in dem Fall einfach nicht gut. Dieses BPA, diese Weichmacher, sind ein Riesenproblem für die Gesundheit im Körper. Das erste große Problem ist, dass es ein sogenanntes Xenohormon ist. Das heißt, es hat eine hormonähnliche Struktur, es ähnelt dem Östrogen. Und das sorgt dafür, dass im Körper entweder eine Art Pseudo-Östrogenüberschuss entsteht. Für Männer ein Riesenproblem. Das kann die Libido schwächen, das kann Brustwachstum anregen, das kann das Testosteron schwächen und kann am Ende sogar krebserregend sein. Das gleiche gilt übrigens auch für die Frauen. Ein Östrogenüberschuss ist schlecht. Das Problem für die Frauen ist da vor allen Dingen auch noch zusätzlich, dass diese Xenohormone sich an die Rezeptoren für das normale Östrogen setzen und es entstehen dann ein Problem, weil das normale, natürliche, menschliche Östrogen gar nicht mehr an die Rezeptoren drankommt. Und dann entsteht eine Art relativer Hormonmangel. Weil mit dem Xenohormon kann die Zelle nichts anfangen, es braucht das richtige Östrogen. Das kommt aber nicht hin, weil es schon besetzt ist. Und das kann auf die Dauer dann richtig Probleme machen im gesamten Hormonstoffwechsel und letztendlich auch im Stoffwechsel. Also da bitte unbedingt vorsichtig sein und wenn ihr Hormonprobleme habt, immer auch da hinschauen, ob da vielleicht eine Ursache liegen kann. Das andere was ist, dass dieses Bisphenol A die Darmbakterien schädigt. Es stört den Aminosäurestoffwechsel der Darmbakterien. Das heißt, die Darmflora kann kippen. Bedeutet, es wird dann der Boden bereinigt für negative pathogene Bakterien im Darm, für Parasiten, für Pilze und für die Entzündung im Darm. Und Darmentzündung sorgt dann letztendlich auch wieder für riesig viel Probleme im gesamten Körper, inklusive Autoimmunerkrankungen. Also das heißt, auch da ist es wieder ein Baustein für eine chronische Erkrankung. Und wir sollten schauen, dass wir diesen Baustein möglichst aus dem Körper weghalten. Das nächste ist, dass es den Knochenstoffwechsel stören kann, vor allen Dingen auch den Zahnstoffwechsel. Ja, wenn ihr Kinder habt mit diesen sogenannten Kreidezähnen, da haben wir übrigens auch schon mal ein Video zu gemacht, findet ihr in unserem Kanal. Da ist es so, dass diese Weichmacher fast die Hauptursache darstellen. Also die Weichmacher sorgen dafür, dass der Knochen nicht richtig fest werden kann, dass da der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und da ist auch wieder die Entgiftung natürlich obligatorisch. Und es kann das Baby schädigen im Bauch. Also wenn die Mamas eine hohe Belastung haben in BPA, dann kann es sein, dass das Embryo eine Gehirnbelastung kriegt oder eine Prostatastörung kriegt, dass da eventuell Probleme herrschen. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Die Entwicklung von Jungs im Bauch entsteht durch das Baden in Testosteron. Und wenn jetzt da ganz viele künstliche Hormone dabei sind und Östrogene dabei sind, dann kann der Junge sich unter Umständen falsch entwickeln. Also auch ein großes Problem. Man kann das entgiften, es gibt verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Variante über Nosoden zu gehen, homöopathisch. Es gibt die Variante über bestimmte Eigenurinprotokolle zu arbeiten, aus denen man homöopathische Nosoden herstellt. Und es gibt natürlich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit dem Clean Slate von der Firma Root zu arbeiten. Das kann das auch ganz gut binden. Haben wir hier unten verlinkt. Könnt ihr euch da einfach die Info zu holen. Und am besten ist natürlich zu testen. Ja, ihr testet es ganz souverän mit dem Dr. Mama-System und findet raus, ist es BPA, was enthält das BPA und wie kriege ich es raus. Also das ist eine Möglichkeit, die ihr habt. Auch hier einfach in der Akademie bei uns anmelden. Link dazu ist auch hier unten unter dem Video. Und dann könnt ihr selber zum Experten werden. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias.